musst es heute noch einmal versuchen, auch wenn du schon tagelang nichts gefangen hast. Es scheint kein Wild mehr zu geben. Die Jagdgründe sind leer, verlassen. Ich kann sitzen und warten bis in die Nacht hinein, ohne auch nur einen Hirsch gesehen zu haben. Aber das Dorf, die Leute des Stammes wollen wieder Fleisch sehen. Du musst es ihnen bringen. Soll ich Schlangen fangen oder Eidechsen? Soll ich das niedrige Getier aus dem Busch jagen? Du musst Geduld haben. Ein erfahrener Jäger gibt nicht auf. Und wenn du mich zur Frau haben willst, musst du dem Stamm zeigen, dass du ein guter Jäger bist. Geduld, Geduld, wie hab ich sie geübt? Haben nicht die Alten sie mir von klein auf anerzogen? Aber es kommt eine Zeit, in der die Geduld nicht mehr ausreicht, verstehst du? Sie ist aufgefressen von der Wut darüber, das nicht erreichen zu können, was du willst. Du redest wie einer, der noch nicht zu den erwachsenen Männern des Stammes gehört. Ach, manchmal meine ich, wir sollten diese elende Gegend schnell verlassen. Haben nicht auch unsere Eltern und Großeltern die Jagdgründe gewechselt? Du gehst auf die Jagd? Wenn du nicht bald mit etwas Essbarem zurückkommst, werden die Ältesten einen anderen ausschicken. Ich bringe euch heute etwas. Und müsste ich's mit meinen Händen aus der Erde graben? Oder Manitou auf den Knien bitten, ein Wild vom Himmel fallen zu lassen? Dann soll guter Geist um dich sein. Wenigstens heute noch. Ich werde an dich denken. Und du wirst meine Liebe spüren, wenn du draußen nach dem Wild Ausschau hältst. Großer Manitou, Geist, der alles ist und in allem ist. Du bist in der Luft und im Wasser. Du kennst die Wärme und Kälte. Und die kleinsten Lebewesen sind vor dir wie die größten. Ich kann dich spüren, wenn ich mich spüre. Du hast uns die Ehrfurcht gegeben, damit wir das Leben achten, wo immer wir es finden. Du kennst meinen Hunger und den meines Stammes. Mach, dass ich heute auf eines der Tiere treffe, von denen wir leben. Lass mich von einem der Tiere träumen. Nichts gefangen. Wieder werde ich den Leuten meines Stammes nichts nach Hause bringen. Ich bin ein schlechter Jäger, so wird man sagen. Er hat keinen guten Geist. Was war das? Eine Eule. Da muss eine Eule sein. Da sitzt sie. Ich hab sie gefangen. Zitterst ja, Eule. Aber warum bist du gerade in dem Augenblick in deine Baumhöhle geflogen, in dem ich hier angekommen bin? Dich hat großer Geist geschickt. Ich muss dich festbinden. Deinen Fuß an den Ast. Es könnte sein, dass du nicht freiwillig hier bleibst. Eine Eule ist zwar kein besonders ansehnlicher Braten, aber besser als gar nichts. Warum siehst du mich so an aus deinen Nachtaugen? Schaust in mich hinein. Du hast einen Blick, der mein Messer zurückschiebt. Ach, was sehe ich? Was bilde ich mir ein? Du bist eine Eule und ich soll Fleisch nach Hause bringen. Tu das nicht. Tu das nicht. Warum nicht? Lebt nicht ein Geschöpf vom anderen? Jetzt habe ich dich gefangen, gestern hast du eine Maus gefangen. Ich muss Fressen für meine Familie besorgen. Und ich muss meinen Leuten Fleisch nach Hause bringen. Es gibt kein Wild mehr, weit und breit.
Tagelang bin ich umhergelaufen und habe Stunde um Stunde gelauert. Nichts, nichts ist vor meinem Bogen gelaufen. Soll ich in die Luft, auf die Wolken zielen und warten, bis etwas vom Himmel fällt? Ich werde deinen Leuten nicht schmecken. Ich bin viel zu alt. Zu alt. Besser zähes Fleisch als gar keines. Ich muss dem Mädchen, das ich heiraten will, eine Beute mitbringen. Alle, der ganze Stamm, alle haben Hunger. Hunger, Hunger. Du greinst beinahe wie ein kleines Kind. Weißt du denn nicht, dass man Hunger aushalten kann? Viel schlimmer für einen Mann ist es, gefangen zu werden, verspottet zu werden, weil er unterlegen ist. Ein Delaware-Krieger redet nicht von Hunger. Du willst nur von deinem Tod ablenken. Eine meiner Töchter wird heute Nacht den Sohn der braungrauen Eule heiraten. Alles ist vorbereitet. Du siehst, ich falsche nicht um mein Leben. Das ganze Hochzeitsfest wird zerstört sein, wenn ich nicht komme. Lass mich frei. Nein. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. So bist du ein Narr. Nur ein Narr beharrt auf dem, was er sich einmal vorgenommen hat, wenn er in der Zwischenzeit mehr erfahren hat, als er vorher wusste. Du bist taub und blind für die Stimme Manitus. Wie soll dir großer Geist aufgehen, wenn du nicht flink wie eine Schlange alle Unebenheiten des Bodens mit deinem ganzen Leib spürst und ihnen ausweichst? Ja, du hast recht. Ich war blind. Ich habe den Geist nicht erkannt, der aus dir redete. Aber jetzt meine ich zu sehen. Dann lass mich jetzt frei. Und mein ganzer Stamm wird den Delaware-Kriegern dankbar sein. Du bist frei. Fliege zu deinem Stamm zurück. Ich verspreche dir, wir werden bei euch, bei den Delaware-Kriegern wachen, wenn ihr einmal müde von der Jagd und dem Kampf einschlaft. Keine Gefahr wird sich euch nähern können. Wir werden euch warnen. Wir werden auf den Bäumen um das Lager sitzen und jede Gefahr ankündigen. Wenn ihr den Eulenruf hört, wisst ihr, dass ihr zu den Waffen greifen müsst. Seltsam. Du redest. Und großer Geist redet mit dir. Nichts Böses redet aus dir. Und nichts Böses gegen dich kann ich mir im Sinn haben. Schließe die Augen. Setze dich auf deine Beine. Verschränke die Arme. Ich tue, was du sagst. Ich schließe die Augen. Lass es still werden in dir. So still, dass du beginnst, den Schlag deines Herzens zu hören. Still. Still. Ja, es wird ganz still. Ich höre mein Herz. Du sinkst zurück in den Schlaf der wachen, ungestörten Sinne. Du siehst nach innen. Es ist dunkel in meinem Kopf. Du musst das Dunkel dunkel sein lassen. Irre dich nicht. Ich lasse das Dunkle dunkel sein. Du spürst, wie du atmest, wie du einatmest, wie du
ausatmest. Deine Worte gehen in mich ein und wieder hinaus. Du spürst deinen Atem und du riechst den Geruch des Waldes, den Geruch des alten Baumes, unter dem du sitzt, den Geruch der Gräser unten am Boden. Was willst du? Dass du siehst, was man nur mit geschlossenen Augen sehen kann. Ich sehe einen mächtigen Hirsch. Ich sehe sein Geweih und ich sehe, dass er im Wald verschwindet. Du hast ihn gesehen. Öffne die Augen. Mir ist, als erwachte ich aus einem Traum. Deine Worte haben mich aus mir entfernt. Nein, lerne zu begreifen, dass ich dich zu dir geführt habe. Es ist oft ein weiter Weg, den man zu sich selbst zurücklegen muss. Seltsam. Du hast mir die Augen geöffnet, indem du mir sagtest, schließe die Augen. Mach dich noch einmal auf. Nimm deinen Bogen und die Pfeile fest in die Hand. Du hast den Hirsch gesehen. Du wirst den Hirsch treffen. Es ist schon spät. Das Licht wird nicht ausreichen, ihn zu treffen, auch wenn ich ihn zu Gesicht bekomme. Trifft nicht der erfahrene Jäger allein dadurch, dass er all seine Sinne auf das Wild konzentriert? Würde er nicht sogar mit geschlossenen Augen ins Ziel treffen? Und mit geschlossenen Augen kann er jede Bewegung des Tieres vorher wissen. Er kann so in die Seele des Tieres blicken. Du, Eule, bist weise. Ich bin nur ein junger Delaware. Ich beginne zu lernen. Ich muss, wie du weißt, zurück zu meiner Familie. Ich danke dir, dass du mich freigelassen hast. Die Eulen werden den Stamm der Delaware-Krieger nicht vergessen. Geblieben. Das ist eine lange Zeit, Tochter. Aber du weißt doch, wie schwer es ist, in diesen Tagen nicht mit leeren Händen von der Jagd zurückzukommen. Aber ich habe ihm gut zugeredet. Ich habe auf seine Kraft und auf die Schärfe seiner Augen vertraut. Ich habe Angst, dass ihm etwas geschehen ist. Er wollte zum Fest der Maisreife wieder im Dorf sein.
Er hätte mit einem schönen Bild zurückkommen sollen, um mich heiraten zu können. Sei still. Der Medizinmann steht auf. Er wird als erster wie in jedem Jahr den Meisterns tanzen. Schau, die Musikanten haben schon die Instrumente angesetzt. Reif geworden ist der Mais. Gelb glänzen die Körner. Süß schmecken die Körner bei der ersten Ernte. Getanzt habe ich den Maisernte-Tanz. Die Frucht der Erde bringt ihr ein ins Dorf. Die Frucht der Erde zum Leben der Menschen. Ich tanze den Tanz der Maiskörner und schließe die Augen und frage, wann kommt zu den gelben Körnern das Fleisch, das die Hände der Männer stark macht und die Gesichter der Frauen straff und blühend. Ich sah im Tagtraum den springenden Hirsch, sah das kräftige, saftige Wild. Am Tag des Maisfestes sollt ihr die Medizin des Lebens erhalten, sollt ihr schmecken das Fleisch, das Manitou euch bringt. Mutter, Mutter, er ist heimgekommen und er hat Fleisch mitgebracht für den ganzen Stamm. Ich begrüße den jungen Krieger. Du, Medizinmann, hast recht gesehen. Am Maisfesttag ist er zurückgekommen und hat die Freude unseres Festes vollgemacht. Ja, alter Häuptling Weißfeder. Dir und den anderen des Stammes lege ich vor, was ich erbeutet habe. Ein fetter Hirsch. Du hast einen fetten, schweren Hirsch gebracht. Einen, wie wir ihn lange nicht gesehen haben. Zerteilt das Fleisch. Steckt in die Rippenstücke an drei Stellen die Stöcke ein, steckt sie in den Boden neben dem Feuer und lasst das Fleisch braten. Er ist wiedergekommen. Und Freude wird in unserem Zelt sein. Jetzt, Kind, ist keine Zeit mehr zum Klagen. Er wird in unser Zelt einziehen und alle werden sich freuen. Bin ich nun zum erwachsenen Mann geworden? Deine Augen leuchten. Und dein Gesicht ist voll vom Glück der Jagd. Ich bin stolz auf dich und glücklich, dass du als der erste Jäger des Stammes zurückgekommen bist. Setze dich auf das Fell. Du weißt, wir haben das Fest des grauen Hundes gefeiert. Der Hund ist verbrannt worden und alle im Dorf haben sich gereinigt. Du bist zu mir ins Zelt des Häuptlings gekommen, weil ich und die Ältesten dich gerufen haben. Sieh dir diesen Wampumgürtel an. Es ist der alte Häuptlingsgürtel. Du siehst die Muscheln, die auf die Schnüre aufgereiht wurden, von meinem Großvater und vielleicht von dessen Großvater. Du siehst, wie die Muscheln das Zeichen der Weißfeder bilden. Ich sehe, was du zeigst und höre, was du redest. Dir werde ich den Häuptlingsgürtel geben. Seit du mit dem Hirsch zurückgekommen bist, ist dir das Jagdglück erhalten geblieben. Manitou hat mir die rechten Fährten gewiesen. Du hast eines der schönsten Mädchen der Delaware geheiratet. Und nun, weil ich alt geworden bin, sollst du den mächtigsten der Stämme der Delaware führen. Du redest von Alter,
Dabei ist deine Zunge flink wie die eines jungen Mannes, der zum ersten Mal auf die Jagd geht. Ich weiß, was ich rede. Sind wir nicht bedroht von den Kriegen der Shawano, von den Dakota und den Seneca? Nur ein junger Häuptling wird unsere Krieger zum Sieg über sie führen können. Ihr alle habt gehört, was ich gesagt habe. Wir haben es gehört. Du bist der neue Häuptling. Ich übergebe dir den Wampumgürtel. Er ist das Zeichen der Stärke und der Freundschaft zwischen den Alten und den Jungen. Du sollst ihn besitzen. Ich danke dir. Ich danke euch. Und ich verspreche, dass ich mich bis zum letzten Blutstropfen einsetzen werde für unseren Stamm. Meine Kraft soll die Stärke der Männer sein. Und ihre Stärke wird mich stützen. Du bist der neue Häuptling. Häuptling, junge Weißfeder, ich bringe dir den Gesandten der Dakota. Der Stamm der besiegten Dakota bringt dem siegreichen Häuptling das schönste Bärenfell zum Zeichen der Unterwerfung. Häuptling, junge Weißfeder, ich bringe dir den Gesandten der Narragansett. Der Stamm der besiegten Narragansett bringt dem siegreichen Häuptling eine perlengestickte Tasche zum Zeichen der Unterwerfung. Häuptling, junge Weißfeder, ich bringe dir den Gesandten der Seneca. Der Stamm der besiegten Seneca bringt dem siegreichen Häuptling mit Stachelschweinborsten bestickte Mokassin zum Zeichen der Unterwerfung. Tanzen will ich den Siegestanz. Tanzen will ich den Skalptanz. Ist doch siegreich zu Ende der Kampf mit den Mohawks. Waffen und Skalpe haben sie verloren. Wir haben sie in die Wälder getrieben. Ha, feige Hasen. Geschlüpft sind sie ins Unterholz. Tanzen will ich den Tanz des guten Geistes. Denn mit uns war er am Tag und im Kampf. Häuptling, junge Weißfeder, guter Geist war im Tag. Jetzt aber ist die Zeit zum Ausruhen gekommen.
Krieger, Frauen und Männer, ihr alle wisst, dass nicht unsere Waffen den Sieg über die Feinde errungen haben. Die Feinde sind durch den Ruf der Eule erschreckt und vertrieben worden. Guter Eulengeist war an dem schrecklichen Abend mit uns. Von diesem Abend an sollte uns die Eule ein heiliger Vogel sein. Habt ihr gehört, was Rotgesicht gesagt hat? Wir haben es gehört. Dann sei von heute an die Eule das Zeichen unseres Stammes. Und immer dann, wenn einer von euch die Stimme der Eule in der Nacht vernimmt, soll er aufstehen und auf das Feuer im Wigwam getrocknete Kräuter und Tabakblätter werfen, damit Rauch aufsteige zum Zeichen der Dankbarkeit. Immer dann soll man über den Wigwams der Delaware den Kräuterrauch sehen, den Eulenrauch. So wird man später vielleicht einmal sagen. Thank you.